Frohe Weihnachten zusammen und herzlich willkommen bei den NBA Christmas Games. Wie jedes Jahr ist ja Weihnachten in der NBA ein Highlight. Ob es aber auch dieses Jahr das der Fall ist, schauen wir uns gleich mal an. Oddspedia, the Sports Betting Community. Und die Antwort ist natürlich mehr oder weniger nein. Wir haben vor der Saison immer Spiele, die ausgewählt werden. Das sind New York Knicks gegen Atlanta Hawks. Die sind ja letztes Jahr auch in den Playoffs gegeneinander getreten. Zwei junge Teams, wo man gedacht hat, okay, geht es da vielleicht weiter. Milwaukee Bucks gegen Boston Celtics, auch ein Spiel, wo man sagen kann, zwei Top-Teams aus dem Osten, zumindest vor Saisonstart. Phoenix Suns gegen Golden State Warriors sind genau jetzt der Tabellenerste und Tabellenzweite im Westen. Die Tabelle schauen wir uns auch noch gleich an. Und dann haben wir die Lakers und die Brooklyn Nets, die so vor der Saison wahrscheinlich die beiden Favoriten gewesen sind. Vor allem die Nets natürlich im Osten, aber auch die Lakers im Westen. Doch wir haben ein paar Probleme bei allen diesen Spielen und vorher aber ein Blick auf die Tabelle im Osten. Die Nets führen weiterhin mit 21 Siegen und 9 Niederlagen knapp vor den Chicago Bulls und dann gibt es einen kleinen Abstand zu einem Trio Bucks, Heat und Cavaliers. Die Cavs bisher wirklich das Überraschungsteam der Saison, machen ultra viel Spaß, haben mit Evan Mobley auch einen richtig, richtig geilen Rookie. Kevin Love ist wieder dabei, zwar nicht ganz so gut mehr wie früher, aber er gibt dem Team wirklich mit seinem Leadership und auch seiner Stimmung einen sehr, sehr guten Grund, ihn weiterhin spielen zu lassen. Die 76ers jetzt wieder mit Joel Embiid knapp vor den Boston Celtics, denn sie haben beide den gleichen Rekord, die Hornets und Hawks auf den weiteren Plätzen. Und wir sehen, viele Teams bis Platz 9 sind bei mindestens 50% Siegquote. Wenn wir das mal im Westen uns anschauen, das ist ein bisschen anders. Da haben wir bis Platz 5 nur über 50 oder 50% glatt. Danach sieht man auch, gibt es einen guten Abfall im Vergleich zum Osten. Vorneweg marschieren Suns, Warriors und Jazz. Die Memphis Grizzlies, auch für mich so ein Überraschungsteam, denn sie haben wirklich vor allem ohne Morant richtig, richtig gut aufgezockt und man hat gemerkt, okay, die haben ein richtig tiefes Team. Und ja, hätte ich nicht erwartet, denn die hätte ich wirklich außerhalb der Playoff-Plätze erwartet, ohne eben Morant. Lakers immer noch auf der 6, obwohl es da gar nicht läuft tatsächlich. Und die Mavs auch noch 7. Nuggets 8 mit viel Verletzungspech. Die Timberwolves, weiß man nicht genau, was die machen. Ich dachte, jetzt geht es vielleicht doch mal nach oben, aber dann haben sie wieder einige Spiele verloren und sind jetzt auf der 9. Spurs, glaube ich, können dieses Jahr nicht um die Playoffs, auch nicht um das Play-In-Tournament mitmachen. Da sehe ich dahinter schon noch die Trailblazers deutlich stärker, aber auch sogar die Kings, wobei es da der Trainerwechsel nicht so viel gebracht hat. Ich habe auch noch eine andere Liste mitgebracht und das ist auch der Grund, warum es in der NBA gerade nicht so spannend ist. Die Injuries, die Injury Reports quellen über, da kann man fast schon All-Star-Team mitfüllen, wenn nicht gar zwei oder drei. Viele wegen der Corona, wegen den Safe and Health Protocol Geschichten müssen aussetzen. Diverse Spiele werden verlegt und wir finden mittlerweile Spieler in den Teams, wo ich gar nicht mehr wusste, dass die überhaupt noch Sport machen können. Zum Beispiel Joe Johnson, ehemaliger Max-Spieler, unter anderem bei den Phoenix Suns und Atlanta Hawks, ist er, glaube ich, groß geworden, hat jetzt einen 10-Tages-Vertrag. Das sind ja erstmal diese Minimumverträge, die du unterschreiben kannst oder unterschreiben lassen kannst. Hat unterschrieben bei den Boston Celtics. Die haben sich noch dazu Al-Farouq Aminu geholt, ehemaliger Mavs-Spieler, hat da so seinen zweiten Karriereneustart hingelegt, dann einen sehr, sehr guten Vertrag bei den Trailblazers unterschrieben und ist jetzt auch nochmal quasi aus dem NBA-Ruhestand zumindest gekommen, hat da nochmal einen Vertrag bekommen. Überhaupt wegen der vielen Verletzungsherausforderungen und Quarantäne-Geschichten hat die NBA seinen Teams erlaubt, dass man einfach nur Spieler verpflichten kann und diese 10-Day-Contracts sind ja ein relativ beliebtes Tool und da kann man dann nochmal verlängern und so weiter und sich da vielleicht auch nochmal den einen oder anderen guten Spieler angeln oder zumindest den richtigen Füller finden. Die NBA hat sich dagegen entschieden, die Saison zu unterbrechen.
Weiß nicht, ob das hinten raus vielleicht bei dem einen oder anderen Team dann wirklich noch für viel Frustmomente sorgen wird. Auf der anderen Seite sind natürlich viele, viele Teams gleich betroffen. Wen sehen wir noch mittlerweile in der NBA? Brandon Knight hat bei den Dallas Mavericks unterschrieben, ist auch ein Spieler, der früher mal richtig gut gewesen ist und einer, der mich ganz besonders freut, denn ich mag ihn sehr gerne, ich mochte ihn schon vor allem bei den Indiana Pacers richtig gern, Lance Stephenson. Der ist mittlerweile bei Atlanta untergekommen, hat er jetzt, glaube ich, schon 2 Spiele gespielt und ich hoffe, dass sein Vertrag auch verlängert wird. Sein Trainer Nate McMillan hat ihn ja schon bei Indiana gecoacht und ihn da auch geholt. Und gibt noch 2, 3 mehr Spieler, wo ich mich wirklich gewundert habe, dass die überhaupt noch sich vielleicht fit gehalten haben, denn die Karriere liegt doch schon länger zurück. Einen sehen wir auch bei den Los Angeles Lakers. Darren Collison war ein Spieler, der so 10, 15 Millionen Verträge auch schon gehabt hat und dann, ich glaube, aufgehört hat, weil er ein sehr christlicher Mensch ist, passt irgendwie zur Weihnachtszeit und sich eher seinem Glauben widmen wollte und nicht mehr der NBA und dem ganzen Zeug, aber vielleicht hilft ihm jetzt dieser Contract, dieser Vertrag auch nochmal Geld zu verdienen. Ich habe eine Injury-Liste und zwar ist das cbssports.com. Das ist eigentlich Wahnsinn, da könnt ihr bei Team bei Team schauen, wer denn fehlt. Wenn wir jetzt einfach mal das erste Spiel nehmen, Atlanta, Hurter wird wahrscheinlich nicht dabei sein, Dallon Wright, Game Time Decision, Iwundo bis Januar, Okongwu relativ gut, Cam Reddish, guter Spieler, Game Time Decision, Lou Williams mindestens bis Ende Dezember raus, Luvaro Cabarro, auch ein Spieler, der in der Rotation ist, Gallinari mindestens bis 31. draußen, Clint Capella, ein Starter bis 30. draußen, Trae Young werden wir heute nicht sehen und DeAndre Hunter nicht und Solomon Hill gut out of season. Also schon Wahnsinn. Und das geht eigentlich hier überall durch. Also hier schaut mal, wer bei Boston alles nicht spielt oder nur vielleicht kurzfristig sich das entscheidet, die sehen wir heute. Bei den Brooklyn Nets, da Durant ist raus, Harden ist zudem auch noch fraglich, ob er heute dabei sein wird, Irving ja sowieso raus, Charlotte, da sind jetzt viele wieder zurückgekommen, bei Chicago sind auch die ein oder anderen Spiele jetzt schon ausgefallen, Cleveland, wie gesagt, das Überraschungsteam, vor allem Evan Mobley hat es mir angetan, richtig, richtig cooler Spieler. Bei Dallas, Porzingis draußen, Doncic draußen, Hardaway draußen, Burke draußen, Colin Stein ist egal, Bullock, auch ein Rotationsspieler, wenn auch nicht so gut, Kleber, alle draußen, ja, das wird auch kein schönes Spiel gegen Utah. Wir können das eigentlich jetzt so durchgehen. Ich zeige euch das auch gerne für diejenigen, die sich hier vielleicht anschauen und nicht so bei der NBA involviert sind. Das sind für mich auch die Gründe, warum wir gleich nur kurz über die Spiele surfen werden. Bei New York, der Gegner von den Atlanta Hawks gleich, da sind nicht ganz so viele nicht dabei und deshalb geht es jetzt doch auch mal hier mit genau diesem Spiel weiter. Und zwar, die Knicks hatten ja einen guten Start hingelegt, letztes Jahr eine starke Saison gespielt, mittlerweile ist nicht mehr so positiv, sie sind außerhalb der Playoffs-Plätze, haben Kemba Walker aus der Rotation gepusht, den jetzt aber wieder reingeholt, weil Derrick Rose und auch Quickly und Burke eben ausfallen, hat geile Spiele gemacht, statsmäßig über 40 Punkte, über 30 Punkte, leider hat aber sein Team dann trotzdem nicht jedes Spiel gewonnen, aber hier sind sie jetzt haushoher Favoriten, muss man schon fast sagen. Und auch hier schauen wir uns mal das Over-Under an. Die Line lädt jetzt nicht ganz so schnell. Über 210 Punkte. Um 18 Uhr das Spiel, minus 7. Nix, das würde ich nicht anwählen. Aber wie ihr habt es gesehen, es sind so viele Verletzte und da sind jetzt Spielerrotationen, von denen man eigentlich keinen Schimmer hat. Mein persönliches Gefühl, gar keine Wette spielen, aber hier wäre es eher plus 7 und wenig Defense. Deshalb über 210 Punkte. Punkte, die Knicks Sieg gegen Pistons, aber wer gewinnt da zurzeit nicht und Niederlagen gegen 3 gute Teams in den letzten 5 Spielen, Warriors, Celtics, Wizards, da kann man schon mal verlieren. Auf der anderen Seite hier die Hawks haben gerade erst gewonnen, davor war gegen Orlando und ein gehandicaptes Denver Nuggets Team verloren. Gleiche Siegesquote haben die Bucks, da wüsste ich jetzt auch nicht, was ich großartig über dieses Spiel sagen sollte.
Könnte man eigentlich machen, wenn man sich beide Spiele anschaut. Ist ja zu deutscher Zeit wirklich, wirklich cool. Bucks gegen die Celtics spielen um 20.30 Uhr und um 18 Uhr zum Abendessen Hawks gegen Knicks. Und dann sind wir um 23 Uhr, wer da noch nicht müde ist, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber jetzt gerade mit dem, was du draußen nicht viel machen kannst, gehe ich immer früher schlafen, beziehungsweise werde immer früher müde. Furchtbar. Heute bei den Phoenix Suns gegen die Golden State Warriors könnte ein sehr, sehr spannendes Spiel dafür sorgen, dass wir wach bleiben, und aber auch die Quote zeigt ja hier schon, was die Buchmacher erwarten, auch ein relativ klares Spiel. Also wer eine Spaß-Weihnachtswette macht, der schmeißt einfach diese drei Favoriten in einen Topf, Knicks, Bucks und Suns, und hat dann vielleicht eine relativ hohe Quote, aber es ist nicht wirklich Value da, weil, wie gesagt, mit den derzeitigen Situationen, wer spielt nicht, da macht es einfach keinen Sinn, hier ein bisschen zu pokern. Das dann lieber im Casino oder im, ja, in einem, mir fällt jetzt noch Pokerstars an, Full Tilt Poker habe ich früher gespielt, Pokerraum, sagen wir es mal so, oder Anbieter. Lakers gegen Nets, da sind die Lakers knapper Favorit, da würde ich sogar sagen, die spielen derzeit einen so schlechten Basketball, zumindest von den Ergebnissen. Ihr seht hier die letzten vier Spiele verloren, und bis auf gegen die Bulls waren das nicht mal knappe Niederlagen. Und die Nets haben jetzt aber gerade gegen die Magic verloren. Da muss man wirklich abwarten, zockt Harden auf oder zockt Harden nicht auf. Nets natürlich auswärts mit der etwas längeren Reise, kann man nicht sagen, aber vielleicht ein bisschen mehr Herausforderung. Also hier würde ich auch eher von der Wette einfach absehen, weil eigentlich würde ich sagen, Nets, wüsste nicht, warum jetzt die Lakers ausgerechnet jetzt gut sein sollten. Vor allem ist LeBron James, wie wir auch vorhin gesehen haben, eine Game-Time-Decision. Bei den Dallas Mavericks, da fallen ja so viele Spiele aus, keine Ahnung, was da die Starting Five sein wird. Die Utah Jazz auf jeden Fall haushoher Favorit, und deshalb schauen wir einfach mal, ob wir vielleicht hier bei dem Over-Under was sehen. 215 Punkten, da kann man da auch überlegen, ob die Mavs überhaupt die Offensiv-Power haben, hier 100 Punkte zu machen, weil wenn nicht, also dann gehen wir mal, schauen wir uns mal hier die Spiele an, gegen Milwaukee 95, 114, 105, 104, wobei da waren sie noch relativ normal, und die Jazz machen einfach Punkte, die haben ein sehr, sehr tiefes Team, auch vor allem ein Team, das Dreier schießen kann, also von daher werden die Jazz das gewinnen. Noch keine Quoten haben wir hier für die Heat und die Magic. Und ja, was soll man sagen? In der Tabelle ist natürlich ein großer Unterschied. Da haben wir die Magic erst mit 7 Siegen und 26 Niederlagen. Aber wer wirklich richtig viel Spaß macht, ist unser Deutscher. Und das ist nicht mal Moritz Wagner, der spielt zurzeit nicht, sondern sein Bruder Franz Wagner. Und der macht richtig, richtig coole Stats, aber auch so in den Highlights, wie er zum Korb zieht, seine Floater, seine Würfe, Dunkings. Der spielt damit richtig viel Energie, und ich glaube, da haben die Magic sich einen wirklich interessanten Spieler geangelt. Schön, dass das auch ein Deutscher ist. Man muss halt schauen, was passiert dann, wenn er vielleicht in einem besseren Team spielt, sprich wenn die Magic auch ernstzunehmender sind, weil bei einem Losing-Team, da fällt es natürlich auch relativ vielen Spielern leicht, viele Punkte zu machen, weil die kümmern sich da mehr um die Entwicklung, die Trainer, und lassen genau diesen Spielern Platz. Und da kann man schon mal den First-Round-Pick der Magic natürlich dementsprechend einbeziehen. Heat dürften klarer Favorit sein, aber die Magic immerhin mit Siegen gegen gehandicapte Hawks und Nets. Und wir hatten ja auch das sehr, sehr knappe Spiel gegen die Clippers. Letzte Woche Sonntag war das, beziehungsweise in der Woche davor, war eigentlich recht spaßig anzuschauen. Also, gucken wir mal. Es ist, wie gesagt, kein Samstag und Sonntag zum Wetten. Aber immerhin haben wir endlich 1, 2, 3, 4 Spiele zu akzeptabler deutscher Zeit. Dazu in der Nacht die Lakers gegen Nets und die Jazz gegen die Mavericks. Ich wünsche euch einen wunderschönen ersten und zweiten Weihnachtstag, und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, ciao, ciao. Oddspedia, the Sports Betting Community.